Willkommen zurück zu Ort Online, zu einer neuen Aufnahme. Und in der letzten Folge haben wir hier ein wenig angefangen, unseren, ja, kann schon fast Bunker nennen, zu bauen. Möchten aber gerne ein bisschen luftiger gestalten und haben hier schon mal so eine kleine Glasfassade vorgesetzt. Und es ist Nacht, es ist dunkel. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was erkennen. Von daher werde ich jetzt einfach mal hier zwei Fackeln anbringen. Oder drei. So. Da kann man ein bisschen was sehen. Und wir bauen einfach mal weiter. Man kann es auch im Dunkeln sehen, dass dort hinten auf jeden Fall schon fleißig gebaut wird. Oder gebaut wurde. Ist das vielleicht die Brücke, die man vorhin gesehen hat in der ersten Folge? Ich weiß es nicht. Kann sein. Soll uns aber auch nicht weiter interessieren, denn wir wollen hier mal so langsam was gebacken bekommen. Und ich glaube, jetzt wo es dunkel ist, gehen wir noch mal eben kurz rein in unsere kleine Hütte, in unseren Bunker. Und machen. Mach mal Folgendes. Bitte mit der Schaufel. Und dann gehe ich mal hier hin und wähle mir das hier aus. Und das sind nämlich so Leuchtsteine. Ja, man kennt diese Leuchtsteine vermutlich noch aus einem anderen gewissen Spiel. Dort heißen die nämlich Glowstones. Und die gibt es hier auch. Und die nutzen wir einfach mal, um das hier ein bisschen auszuleuchten. Es stört mich nur, dass wir hier überall zwei haben und da nur ein. Von daher machen wir das ganze Ding einfach noch ein bisschen breiter. Warum auch nicht? Juckt ja keinen. Ja, ich habe vorhin in der kurzen Pause habe ich mal ein bisschen gegoogelt, auch auf Englisch, wie man denn Äpfel essen kann. Und ich habe nichts gefunden. Ja, da kamen irgendwelche Einträge von wegen hier live healthy und leb gesund und ess dich schlank und Äpfel sind gesund und Äpfel sind nicht gesund und Wikipedia, alles über Äpfel und so ein Mist. Und ich habe nichts zu Ort Online gefunden. Man kommt nur auf die Website von Ort Online selbst und dort steht halt nicht, wie man Äpfel isst. Und ja, es scheint wohl irgendwie noch nicht so publik zu sein, habe ich das Gefühl. Kann ich gar nicht verstehen. Weil das, was dort auf jeden Fall noch auf einen zukommt, ist enorm. Gut, ich schätze, es gibt sicherlich viele, die missachten das einfach. Die sagen sich, scheiß Spiel, gibt nichts zu entdecken, spiele ich nicht weiter und verfolge ich halt nicht weiter. Aber wer so denkt, der hat das Prinzip von Early Access und Crowdfunding-Systemen einfach nicht verstanden. Ja, also es geht ja darum, Leute zu unterstützen, die Entwicklung zu unterstützen und auch mitzuwirken. Ja? Also man soll ja auch dann in den dementsprechenden Foren auch die Entwickler unterstützen, den Leuten auch mal sagen, hör mal, das Spiel ist in den und den Belangen nicht so gut und dort ist es wirklich genial und macht das doch so. Die Entwickler sind damit beschäftigt, das Spiel zu programmieren und zu entwickeln und zu gestalten und zu designen. Und es klingt paradox, aber die Entwickler sind die, die ihre Spiele am wenigsten spielen. Ja? Die brauchen das Feedback von den Gamern, von den Spielern, von den Kunden, von den Endkonsumenten quasi. Und da hat man auch wirklich die Chance als Gamer, als Spieler, Entwicklungen zu beeinflussen. Und dann, ja gut, dann ist das nun mal halt auch so, dass das so ein Pre-Alpha-Spiel vielleicht etwas mehr Geld kostet, ja, und vergleichsweise wenig zu bieten hat. Aber das ist eben auch das Prinzip von Crowdfunding, ja. Man kauft nicht das Spiel, nicht das fertige Spiel. Man kauft in dem Fall sogar nicht mal eine Alpha, sondern nur eine Pre-Alpha. Dafür unterstützt man aber mit dem Großteil des Geldes einfach die Entwicklungen. Ja? Das heißt, die können mehr Leute einstellen, die können schneller arbeiten, eventuell auch dadurch mehr Features ins Spiel einbauen. Und es ist leider so in der heutigen Welt, ohne Geld geht nichts. Ja? Hast du kein Geld, bist du nichts. Ist traurig, finde ich persönlich. Aber so ist es nun mal. Das ist unsere Gesellschaft. Ohne Geld geht nichts. So, und auch Spiele
auch wenn sie der Unterhaltung dienen, beziehungsweise gerade weil sie der Unterhaltung dienen, kosten Geld und nicht wenig. Ja, wenn man sich mal die Entwicklungskosten von GTA 5 mal anschaut, ja, da wird einem schon schummrig, sag ich mal, was da an Geld fließt. Da sind ja auch teilweise, oder nicht teilweise, ist ja mittlerweile so, bei AAA-Titeln ist es ja einfach so, dass diese mehr Personal erfordern und demnach natürlich auch mehr finanzielle Mittel, mehr Geld benötigen als Blockbuster, als Kinofilme. Das muss man sich mal wegtun. Das ist schon beeindruckend, ja. Also früher so ältere Filme, sag ich mal, aus den 80ern oder so, die Kinofilme, was haben die gekostet? 10, 15, 20 Millionen, also gute Filme, ne? Und dann kommt da irgendwie GTA 5 und haut irgendwie einen dreistelligen Millionenbetrag raus. Wenn ich mich jetzt nicht irre, es kann auch sein, dass ich falsch liege, dann korrigiert mich bitte. Aber das muss man sich mal wegtun, ja? Also, ich würde sagen, Spiele sind mittlerweile endgültig in unserer Gesellschaft angekommen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und das ist auch ganz okay so, ja? Also, man darf es halt nicht übertreiben. Man darf da jetzt nicht irgendwie in eine Welt abdriften, die nur virtuell existiert. Ja? Da muss man wirklich. Da gibt es ja gerade die Jüngeren unter euch, unter uns, die so 14, 15 sind oder noch jünger, vielleicht auch 12, die fangen ja mittlerweile immer früher an, ja, und werden immer früher mit dem Produkt Spiele und Computer konfrontiert. Und die neigen halt schon echt oft dazu, dann irgendwie in so eine Welt abzudriften, die gar nicht existent ist, die nicht reell ist. Und das muss natürlich weiterhin im Auge behalten werden, ja, ganz klar. Aber an sich finde ich es echt toll, dass Spiele immer mehr in unserer Gesellschaft Anklang finden. Und ich mag die Entwicklung, ja, also das kann gern so bleiben. Also müssen wir nur mal eben gucken, welches Material nehmen wir denn, um hier ein bisschen, ich glaube Holz. Holz ist schick, Holz ist super. Ich habe schon in Minecraft nur Holz benutzt, fast nur Holz. Und was hier ein bisschen zumachen, zubauen. So. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier. Nein. Ich mache jetzt. Wo haben wir's? Sagt mir, wo es ist. Da. Wir machen jetzt mal so. Und hier gibt es dann später eine Treppe, oder? Na, dann nehmen wir das Licht mit, das ist blöd. Egal, dann müssen wir halt das Licht innen noch ein bisschen umändern. Ich baue hier alles noch ein bisschen tiefer, genau gesagt um einen tiefer. Weil so ein zwei Blöcke Hosting ist unschön. Ich möchte auch dann hier gerne so eine 2x1 Tür haben. Ist schicker, denke ich. Hat man hier ein bisschen mehr Platz. Und dann ist man auch generell, muss man nicht so viele Treppen hier steigen, ja? Dann ist man schneller auf der Terrasse. Ich würde dann nämlich hier gerne den Zugang, hier gerne den Zugang zur Terrasse machen. Jetzt lege ich mir die Äpfel sag ich schon. Mal beiseite. Erde haben wir genug. Kann ich mal wegschmeißen. Stattdessen packe ich den Apfel hier hin. Und dann brauchen wir noch die Glowstones, sage ich jetzt einfach mal. So, dann hat man hier nämlich so eine Treppe. Später. Und kann dann. Kommt dann hier auf die Terrasse. So machen wir es. Ich denke, das geht in Ordnung. So. Und ich merke auch, ich habe vorhin Elite aufgenommen und jetzt Ort Online und ist schon irgendwie faszinierend oder beeindruckend. In Elite, da fliegst du einfach mal von Station zu Station oder in ein anderes System und schon hast du die 15 Minuten voll, ja, und hier in Ort, da geht die Zeit ehrlich gesagt nicht so schnell. Kann aber auch daran liegen, dass es mir irgendwie gerade auch noch an Themen mangelt, über die man diskutieren könnte. Das
Jahr auch jetzt nicht so viel passiert, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Was ist denn passiert? Vielleicht können wir mal über dieses Microsoft HoloLens sprechen. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber wir schneiden das Thema mal an und gehen da vielleicht in der nächsten Folge dann noch ein bisschen genauer drauf ein. Microsoft HoloLens, ich habe es auf Playmassive gelesen, wurde ja ein Trailer veröffentlicht. Ist jetzt nicht brandaktuell, ja, also ist schon ein paar Tage alt. Aber macht ja nichts, kann man ja da ja trotzdem mal ein bisschen ein paar Worte drüber verlieren. Ich muss sagen, ich persönlich finde, Microsoft schlägt da wirklich eine Richtung ein, einen Weg ein, der erstmalig für mich persönlich wieder richtig, richtig spannend ist. Also wo wirklich wieder was erschaffen wird, wo man dann mit offenem Mund vor dem Trailer quasi sitzt und sich denkt, wow, Hammer, will haben, ja, will ich haben. Here, take my money, shut up and take my money. So in etwa. Zuletzt hatte ich dieses Gefühl wirklich, boah, das ist schon Jahre her, so als diese ersten Handys mit Farbdisplay rauskamen oder die ersten Handys mit Megapixel-Kamera, ja, wo man dann stolz war, wenn man 1,3 Megapixel hatte und keine Ahnung, ein Farbdisplay mit 265 Farben hatte. Ja, da war man stolz, da war man der King in der Schule. Und dieses Gefühl, ja, das man da hatte, das blieb jetzt jahrelang aus, weil es kam keine Innovation mehr. Ja, wenn man sich jetzt gerade, spezielles Beispiel Handys, was kam da? Ja, die Bildschirme wurden größer, die Auflösung wurde krasser, ja, da hatte man dann mehr Pixel pro Zoll, die DPI wurden höher, die Kameras, keine Ahnung, mittlerweile kannst du da Handys mit 25 Megapixel kaufen. Das kümmert aber keinen mehr, ja, weil es ist keine Innovation mehr. Sprich, Bilder, die du früher mit einer 5-Megapixel-Kamera geschossen hast, die sehen jetzt nicht viel schlechter aus, als die, die jetzt eine aktuelle 24-Megapixel-Kamera schießt, also im Handy, ja, vor allem die Handykameras, Megapixel ist ja nicht alles, ja, die Megapixel beschreiben ja nur die Bildgröße und was da teilweise für ein Hype früher war, ja, den hast du heute nicht mehr. Alles wird einfach nur noch größer und die Innovation bleibt einfach aus. So, und Microsoft HoloLens ist wirklich was, das ist neu. Muss man sich nichts vormachen, das ist neu. Das gibt es so noch nicht. In keinster Weise gibt es das bereits. Und da hat Microsoft wirklich jetzt erstmalig meine volle Aufmerksamkeit und ich bin gespannt, was die daraus machen. Und hoffe wirklich, dass der Trailer jetzt nicht nur zur Show diente, sondern auch wirklich so umgesetzt wird, was dort zu sehen war. Das würde mich wirklich freuen. Also wenn die jetzt nur, ich sag mal nur die Hälfte, ja, von dem, was man im Trailer gesehen hat, Realität werden würde, dann boah, Hammer, Leute. Dann habt ihr wirklich meine volle Aufmerksamkeit, meinen größten Respekt. Vor allem, ich studiere selbst Medieninformatik und weiß so ein bisschen, was da so programmiertechnisch und von der Bedienung her, was da möglich ist und was nicht. Und dieses HoloLens, das ist schon fast Kunst. Ja, also wenn das so umgesetzt wird, das ist Ingenieursleistung. Kann man schon fast so sagen. Und da freue ich mich auch drauf. Ja, also ich hoffe, dass da in Zukunft mal was angekündigt wird. Vielleicht auch so Preisgestaltung, wäre mal ganz, ganz nett, das zu erfahren. Und vielleicht auch mal ein Tech-Trailer oder so, also wo dann nicht nur animiert wird, sondern wo es vielleicht schon einen ersten Prototypen gibt, in funktionsfähigen. Das würde ich mir wünschen für die nahe Zukunft. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen. Ja gut, die Leuchten können jetzt hier natürlich wieder erstmal weg. So unmittelbar unter der Glasfassade haben die nichts zu suchen. Meiner Meinung nach. Da machen wir nämlich auch Holz. Zack, 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 zack. Und dann kommt hier der Terrassenboden hin. Können wir auch mal die Axt erstmal benutzen, erstmals. Ich bin jedenfalls furchtbar gespannt, was da in Zukunft auf uns zukommt. Also viele spannende Sachen, viele spannende Projekte. Vor allem, da wurde mir auch erstmalig klar, was Microsoft eigentlich mit Minecraft will. Ja, Microsoft hat ja Minecraft aufgekauft
für so ein paar Cent, sag ich mal. Und da haben sich dann wirklich alle gefragt, Microsoft, sind die bescheuert? Ja. Minecraft gibt es, glaube ich, vier Jahre oder fünf oder vier, ich weiß es nicht. Und ist doch schon so ausgelutscht, es hat doch schon die halbe Welt auf dem Rechner. Ja. Was will Microsoft mit so einem, ich sag mal, ausgelutschten Titel? Ich sag's einfach mal. Und jetzt wird dann doch langsam klar, Moment, halt, stopp. Microsoft, cleverer Schachzug, ja, wenn HoloLens so kommt, wie es im Trailer dargestellt wird, dann wird natürlich Minecraft nochmal auf ein ganz neues Level angehoben. Muss man sich nichts vormachen. Also wenn man da wirklich im Wohnzimmer irgendwie seine eigene virtuelle Welt errichten kann und an die Wand projizieren kann, Hammer, Hammer. Also das ist wirklich, ich bin mal sehr gespannt auf die technische Machbarkeit, wie das Ganze dann funktioniert. Also was hinter HoloLens eigentlich steckt, das würde mich mal wirklich interessieren. Ist das schon die ganze Zeit so, dass das Erde hier so grün blubbert? Habe ich noch gar nicht gemerkt. Sah gerade komisch aus, ersten Moment. So, und wir haben, glaube ich, ein volles Inventar. Wir können nämlich nichts mehr aufnehmen. Nein. Ach so, habe ich kein Holz mehr. Oh, unser Holz ist alle. Das hatte ich ja noch nie. Dann müssen wir erstmal gleich Bäume fällen gehen. Würde ich sagen. Also nicht gleich, sondern in der nächsten Folge. So, wir können wieder ein bisschen was aufnehmen. Machen wir mal hier ein bisschen klar Schiff. Machen wir mal hier mal zu. Schon wieder voll, gibt's auch gar nicht. Schmeißen wir mal ein bisschen Erde hier weg. So. Dann haben wir doch hier schon. Ja, langsam wird's doch. Haben wir doch hier schon eine kleine Terrasse. Kann man hier so runterlaufen. Kann das hier noch ein bisschen einrichten. Ich glaube, das wird schön. Gucken wir mal. So. Und dann ist auch diese Folge nämlich schon vorbei. Stellen wir uns mal wieder hier so richtig schön hin. Ein bisschen die Aussicht genießen. Und ich bedanke mich mal wieder recht herzlich, dass du, genau du, dabei warst und mir zugesehen hast und auch zugehört hast. Thema HoloLens, ich weiß nicht, wird mich, oder? Ja doch, schreibst du einfach mal in die Kommentare, ob ihr euch das holen würdet. Und wenn ja, wie viel, also was wärt ihr denn bereit dafür auszugeben? So, an Euros. Das wäre mal echt interessant zu wissen. Also ich glaube, ja, bei mir, ich hätte das Geld jetzt nicht spontan, aber so zwischen 300 und 500 können es ruhig liegen. Ja, ich meine, das ist ja auch ein ziemlich großer Haufen Technik. Wenn man sieht, was eine PS4 oder so kostet, dann ist das, glaube ich, schon, denke ich, okay und angemessen. Die wäre ich auch bereit zu zahlen. Also es ist, wenn es wirklich so ist, wie versprochen, wie in den Trailern zu sehen, dann Halleluja. Dann geht die Party erst richtig ab. Ja, schreibt es doch mal einfach in die Kommentare und vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Macht's gut, macht euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt. Und bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.